Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer da draußen. Ich bin's, Basti, oder auch Modern Consumer. Und ihr wisst ja, ich bin YouTuber und ich habe jetzt mal wieder gemerkt am Sonntag, dass wenn man einen YouTube-Kanal hat und viele Abonnenten, dass man natürlich auch sehr verantwortungsvoll damit umgehen soll. Und das ist jetzt so das Einleitungsthema, das Thema, was ich besprechen will. Auch wenn das jetzt hier der Ultimate Team Part 74 ist, ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen, aufbauen werde am Ende. Es geht einfach darum, dass ihr ja mit Sicherheit gesehen habt oder nicht gesehen habt, dass Part 74 noch nicht rausgekommen ist oder dass er da war und wieder weg ist und sich bestimmt viele Leute fragen, warum. Das sind zum Beispiel die Leute, die mich nicht bei Facebook folgen und die nicht auf www.modernconsumer.de vorbeigeschaut haben. Ich sag das so bescheuert, jetzt diese Eigenwerbung, aber ist einfach jetzt so. Deswegen sage ich, mache ich das Video hier nochmal für alle, die einfach so das nicht mitbekommen haben, was da passiert ist. Und zwar habe ich am Sonntag Part 74 meiner Ultimate Team Reihe rausgebracht und da ist halt was vorgefallen, womit ich so nicht gerechnet habe, wo ich nicht drauf eingestellt war. Und ja, ich habe das Video wieder rausgenommen aufgrund der Kommentare und dem Feedback, was da drauf gekommen ist. Was ist passiert? Und zwar habe ich in Part 73 euch gefragt, worauf habt ihr am meisten Bock bei FIFA? Was soll ich mal für Teams bauen? Was wollt ihr gerne sehen? Ja, und da kamen viele Vorschläge von euch und da hatte ein Vorschlag die meisten Daumen nach oben und das war der Vorschlag, bau das hässlichste FIFA Ultimate Team. Und darunter versteht man halt quasi, dass bestimmte Spielerbilder sehr extravagant aussehen, sage ich es jetzt mal so, ja, im Nachhinein. Und ja, ich habe mir nichts dabei gedacht. Sehr viele Likes hat dieser Kommentar bekommen, die meisten, wie gesagt. Kommentare hier, holt dann den Spieler, holt den Spieler, holt den Spieler. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, ja. So, dann ging das Ganze weiter. Ich ging auf die Gamescom, habe auch schon mit anderen darüber gequatscht, dass ich so ein Team bauen will, weil meine Abonnenten das vorgeschlagen haben. Und ja, fand alle ziemlich cool und ja, macht das ja voll cool und sowas halt hin und her. Ihr könnt euch das alles bestimmt gut vorstellen, ne? So, dann habe ich bei meinem Facebook-Account auf meiner Facebook-Seite geschrieben, hey Leute, ich baue jetzt hier das hässlichste Team, ihr habt das ja so an euch am meisten gewünscht, so ungefähr, und welche Spieler, oder baut mir mal eine Mannschaft, wo das so sein könnte, welche man da nehmen könnte, welche Spieler und hin und her. Gut, auch da Vorschläge, ja cool, und hier nimm die, nimm den, nimm das und nimm das, macht jetzt keinen Sinn. Ja, so, dann bist du da so als YouTuber, ich habe das alleine alles gemacht, so, ne, ich habe mit keinem darüber nochmal persönlich gesprochen. Dann haben wir an dem Tag gedacht, komm, baust jetzt mal so ein Team zusammen, wo halt auffällige Spielerbilder drin sind. Ich habe einen ganz großen Fehler gemacht und dafür will ich mich auch jetzt hier nochmal entschuldigen. Und zwar, ich habe das Video gemacht, ich habe die Mannschaft zusammengestellt, habe euch in dem Video jeden Spieler gezeigt, habe gesagt, ja, der sieht schon lustig aus und sowas, und habe das Video auch noch doof benannt, muss ich ehrlicherweise zugeben, habe das Thumbnail nicht gut gemacht, das war halt alles eine ganz wichtige Sache, ein ganz großes Wort, was ganz oben steht, und dafür will ich mich entschuldigen. Das war respektlos den Spielern gegenüber. Ja, einfach dem Menschen gegenüber. Es sind ja Menschen dahinter und ja, das war nicht gut von mir. Und ich habe das Ganze nicht so beachtet oder nicht so drüber nachgedacht, dass das so einen Effekt haben könnte bei so vielen Leuten, die das halt nicht gut fanden, sagen wir es mal so. Und ja, es ist halt schwierig, so ein Thema anzugehen, weil, wenn ich das so höre, von vielen habe ich habe von vielen sehr böse Kommentare in den Kommentaren unter dem Video bekommen. So von wegen gleich deabonnieren und du bist respektlos und was weiß ich nicht alles. Also ich wurde auch aufs Tiefste beleidigt, das muss man auch sagen. Worauf ich dann auch wieder nicht verstehe, warum beleidigt man mich und weist mich nicht darauf hin oder sowas, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall am Anfang hast du gesagt, das werde ich euch jetzt hier auch gleich nochmal kurz reinschneiden an der Stelle, vielleicht jetzt. Achso, und ich muss, bevor wir das jetzt uns angucken und ich da weiter drüber rede, sagen, ich fand die Idee ganz cool, weil es gibt richtig geile Bilder und das ist natürlich nicht persönlich gegen die Leute gemeint. Die Bilder sind ja zum Teil sehr lustig. Ja gut, ob hübsch oder hässlich, hin oder her, das ist ja immer alles bekanntlichermaßen Geschmackssache.
Und ich habe das halt auch so gemeint, dass ich nichts gegen die Spieler habe. Ich hätte das ganze Video im Nachhinein einfach anders aufziehen müssen. So nach dem Motto, hey, wir nehmen die Spieler mit den lustigsten Spielerbildern, wo die am bescheuertsten drauf gucken, so zum Beispiel, ja. Und ich finde, da gehört auch ein gewisser Eigenhumor dazu, ja. Weil ich habe auch genug Fotos von mir, wo ich so teuer bescheuert drauf gucke. Und wenn man da jetzt so eine Mannschaft gebaut hätte, wo die alle halt voll das komische Gesicht machen, und sich darüber lustig macht, finde ich, das ist es, also meiner Meinung nach, nicht respektlos. Wenn man jetzt sagt, der ist hässlich oder so, das ist schon nicht gut, das sollte man nicht machen und das will ich auch an der Stelle zurücknehmen und will ich mich auch entschuldigen für. Aber ich stelle mir das halt so vor und es ist halt auch so unter Freunden, ne, wenn du das alleine so spielst und sagst, oh, guck dir mal den an, wie sieht der denn da aus, ja? Das ist halt schon so lästern oder sowas, sowas kommt vor, ja? Aber ich habe hier auf YouTube, auch weil ich halt so viele Zuschauer habe, auch vor allen Dingen junge Zuschauer, eine gewisse Verantwortung, die ich da ja, habe. Und da sollte ich auch ein bisschen Acht drauf nehmen. Es ist halt einfach aus dem Lauf raus passiert. Und das Komische war halt für mich einfach nur, dass bei allem, was davor war, in diesen ganzen Vorbereitungsdingern, hat nicht einmal irgendjemand sowas annähernd angedeutet, dass das scheiße rüberkommen könnte. Und dann hatte ich das auch nie im Kopf, dass man das so aufnehmen könnte. Und das finde ich, ja, das ärgert mich halt auch im Nachhinein, dass ich mir da halt nicht so einen Kopf drüber gemacht habe. Und wie gesagt, hätte ich das Ganze anders aufgezogen, dann wäre es bestimmt nicht so schlimm gewesen, die Auswirkungen bei vielen Leuten. Und viele können vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, also es tut mir halt, wie gesagt, leid und ich will das, deswegen habe ich das Video auch rausgenommen, weil ich das auch von mir dann im Endeffekt, ich habe es mir nochmal angehört, ich fand es halt auch gut, nicht so gut von mir. Und ja, ich habe das halt im Vor, diese Mannschaftsbauen, da habe ich das alles erklärt, was los ist, welcher Spieler, warum, wieso, weshalb. Und das Spiel an sich habe ich ganz normal gespielt dann und deswegen habe ich mir auch gedacht, komm, das will ich euch nicht vorenthalten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wieder so hochlade oder ob ich jetzt sage, komm, hier ist ein Link eingeblendet, dann könnt ihr das Spiel euch angucken, wer Lust hat, das Spiel zu sehen mit der Mannschaft, die ich gebaut habe, ohne das ganze Vorgeplänkel. Dann seht ihr meine Kommentare und hört meine Kommentare zu dem Spiel, wie gehabt auch. Aber halt, das da, was davor war, wie ich das aufgebaut habe, das Video, das will ich jetzt nicht so euch zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt nochmal, ob ich das hier hinten dran mache oder euch halt den Link hier reinmache. Muss ich dann jetzt mir mal selber nochmal überlegen. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht so Gedanken gemacht, wie ich das mit dem Video mache. Aber ich hoffe, die Message ist rübergekommen und ihr seht auch, dass ich mich wirklich dafür entschuldige, dass ich da halt wirklich respektlos den Spielern gegenüber war. Auch wenn ich halt gesagt habe, ich habe ja nichts gegen die Spieler, ich habe ja persönlich nichts gegen die oder sowas, ja. Und da sind auch Leute dabei, die Spieler haben sich da auch den Ruf verdient und die dann jetzt über ihr Aussehen zu beurteilen, ist natürlich ein bisschen niveaulos dann, muss ich auch ehrlich zugeben, finde ich auch nicht, finde ich jetzt auch nicht so dolle. Wenn man das, wie gesagt, anders alles aufgezogen hätte, hätte man das Video ganz locker machen können und dann muss auch der ein oder andere den Spaß verstehen. Ich habe auch nie selber gesagt, wenn ich dann diese Kommentare lese, so habe ich gesagt, dass ich der Hübscheste bin. Ich habe gesagt, wir könnten mich auch selber in das Team da reinmachen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt gerade ins Nichts geredet, musste das mal kurz cutten. Ja, mir tut das leid, dass ich das halt so gemacht habe und wenn sich da Leute angegriffen gefühlt haben, kann ich das auch nachvollziehen, aber ich hoffe, ihr gebt mir halt nochmal eine zweite Chance und dass sowas halt nicht nochmal vorkommt. Ich muss mir jetzt erstmal mehr bewusst werden, dass da so viele tausend Leute zuschauen und ja, wie das Bild dann von mir ist. Man kann sich das alles immer nicht so vorstellen, ne? Ich sitze hier, mache meine Videos und dann sieht man so Zahlen. Man sieht halt immer diese Zahlen, dann 3000 Leute haben das Video geguckt. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Und das muss einem als YouTuber einfach mehr bewusst werden. Und irgendwie war mir das vielleicht auch in dem Moment nicht. Und keine Ahnung, wenn man das unter Freunden so macht und der andere findet das auch lustig, dann merkt man das ja auch nicht, dass andere das scheiße finden könnten. Und so gucken halt tausende Leute zu und dann kommt auf einmal eine große Welle gegen einen und die hat man halt vorher gar nicht kommen sehen. Hätte mich sofort einer darauf hingewiesen. Ja, vielleicht muss man das, natürlich auch von sich selber mal so sehen, solche Sachen. Aber irgendwie war mir das halt, wie gesagt, nicht bewusst gewesen in diesem Augenblick. Und ja, mehr nachdenken, ja, Hirn einschalten und das sollte ich mir auf jeden Fall mal, das war mir auf jeden Fall ein Denkzettel mal wieder. Ich hatte ja schon mal irgendwelche Fehler gemacht, bescheuerte Sachen, aber gut, das war jetzt wirklich so in die Richtung mal, was mich halt auch selber richtig über mich selbst ärgert.
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend, das Video. Und ihr habt noch Bock, weiter zu gucken. Und wenn ja, dann guckt jetzt weiter, klickt auf den Link, wenn ihr dieses Spiel halt mit der Mannschaft sehen wollt. Ich war ziemlich gut gelaunt allgemein so bei dem Spiel. Also es ist auf jeden Fall lohnenswert, da reinzuschauen. Ich habe halt ein, zwei Mal einen Kommentar gesagt, so von wegen, ja, wir werden nicht gut aussehen, wenn wir jetzt verlieren, wenn wir das Spiel machen. Aber Hauptsache, wir haben gespielt so ungefähr. Ja, ich finde jetzt so einen Kommentar nicht ganz so schlimm, ja. Aber ich wollte es euch halt, wie gesagt, da nicht ganz vorenthalten, das Video. Wie gesagt, das Vorgeplänkel davor war einfach das Schlimme dabei. Das, was ich wirklich nicht vorzeigen will und das einfach gelöscht gehört. Das zu Recht. Ihr könnt gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn ihr das Video gesehen habt, haben 2300 Leute gesehen komplett. Bevor ich es überhaupt rausnehmen konnte, ich habe das ja vorher nicht mitbekommen, ich war unterwegs. Irgendwas war auf jeden Fall. Ist ja egal. Könnt ihr ja nochmal gerne eure Meinung schreiben, aber bitte nicht beleidigen, weil direktes Beleidigen gegen mich, das ist überhaupt nicht notwendig. Man kann einen auch einfach kritisieren oder Feedback geben, ohne jemanden zu beleidigen und seine Meinung sagen. Das finde ich auf jeden Fall wichtig, dass man den Respekt untereinander hier auf jeden Fall hält. Die Spieler, ich kenne die ja nicht, ja. Das sind halt einfach nur meine Urteile gewesen und ja. Das wollte ich nur sagen. Ich habe auch, das, was ich auch nochmal ganz wichtig sagen wollte, zum Beispiel Ribéry, haben ganz viele Abonnenten vorgeschlagen und ich habe den dann in die Mannschaft gemacht, weil der so viel vorgeschlagen wurde. Und ich habe mir so im Stillen gedacht, man, der hat eine Verletzung da im Gesicht, habe das aber nicht im Video gesagt dann zum Beispiel und das ist halt ein Unfall und was weiß ich. Und ich finde auch nicht, dass Ribéry scheiße aussieht oder sowas, ja. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, egal, das gehört eigentlich, das hätte ich jetzt einfach zu allen Spielern, über alle Spieler so im Prinzip sagen können, aber wie gesagt, hätte man das anders aufgezogen und gesagt, lustige Spielebilder, wo die halt bescheuert gucken drauf oder so, wäre alles wieder ganz anders gewesen. Aber selbst da werden wieder irgendwelche Leute den Spaß nicht verstehen also ich kann halt zum Beispiel über mich selber lachen, wenn ich, wie gesagt, Bilder von mir sehe, wo ich bescheuert gucke. Aber das können halt andere nicht und dann meckern die wieder und dann wird das auch wieder schwierig. Aber ihr versteht bestimmt, was für eine Problematik ich mich da befinde. Und darüber wollte ich jetzt einfach nochmal sprechen und das habe ich jetzt somit getan. Damit wissen jetzt alle Bescheid, nicht nur die bei Facebook sind und auf meiner Homepage gucken. Also danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt, was ihr für Kommentare zu schreiben habt. Lasst auf jeden Fall mal was da und dann werde ich mir das durchlesen und mir meinen Kopf drum machen und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und ja, sorry nochmal für die ganze Aktion von meiner Seite aus. Es wird jetzt in Zukunft einfach spaßig weitergehen, ohne sich über irgendwelche Leute lustig zu machen oder was weiß ich. Trotzdem werde ich in Eifer des Gefechts natürlich sagen, wie scheiße ich den Gegner finde. Das ist einfach, das sind die Emotionen, das kommt dann einfach raus und man kennt die Leute ja nicht persönlich und dann sagt man das einfach, aber das ist ja immer der eigene Frust dann und das wird natürlich weiterhin passieren, das habe ich schon immer so gemacht und so machen das auch viele andere Leute und es ist nicht persönlich. Also, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, macht's gut, euer Basti. Oder auch Modern Consumer. Wie gesagt, entweder jetzt direkt im Anschluss das Video oder Link hier. So, das ist ja mal die perfekte gegnerische Mannschaft, die man für so einen Spieler haben kann. Mit Chemie 36, ey, ich glaub es nicht. Ja, warum hat er den Mata, warum hat er denn da nicht auch nochmal einen blauen Spieler? Blut, ey, Alter, was ist das für eine Mannschaft? Ich muss zugeben, ich habe eben schon ein Spiel angefangen.